Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, ich bin jetzt einfach wieder zu der Tür hingegangen. Im zweiten Stock, wo eben hier die Rollos runtergegangen sind, ne, wo dieser Prototyp drin ist und die Tür ist offen. Ich habe keinen Schlüssel gesucht, gar nichts, die Tür ist einfach offen. Und ich habe keine Ahnung warum, die ist einfach kaputt gegangen, ich weiß nicht, wer hier durchgewütet ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall, die ist kaputt und wir können durch. So einfach kann es manchmal gehen. So, wir müssen nur, also der Alarm und so weiter, ne, ist scheinbar eh aus. Wen haben wir denn da? Blinden wir doch mal. Schlüssel zum Sicherheitsraum. Jo, so geht's auch. Ja. Auf jeden Fall. Wir sind weiter. Wir können uns dieses Ding hier schnappen und dürfen es wahrscheinlich zum Ding zurückbringen. Keine Ahnung, wofür das ist. Kann man die würgen? Na, die ist buggy. Passt, wir haben das Teil. Okay, das müssen wir zurückbringen zu dem Händler. Mhm. Ganz klare Sache. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein Stückchen. Bin ich jetzt hier richtig? Ich hoffe doch. Mist, da ist wieder irgendwo ein Köter. Ach herrje. Ach herrje. So. So, ja, so ist schön gesagt. Verdammt, wo bin ich? Wie bin ich hier rein? Ach, wie schön. Ich muss irgendwie das Stockwerk wechseln. So war das. Ich brauche mich eigentlich nur hier irgendwo runterplumpsen lassen, glaube ich. Wer entdeckt mich hier? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, einfach am besten hier runter. Hüpf. Dann geht es normalerweise hier runter. So. Dann würde ich sagen, wenn es passt, beim Lieferantenausgang wieder raus. Der war jetzt... der ist hier. Und dann irgendwie zum Schwarzmarkthändler. So, das speichern wir jetzt mal. Aha, das geht nicht zum Speichern. Warum auch immer. Jetzt? Jetzt. So. Also speichern. Okay. Na, unglaublich. So. Und weiter geht's. Faultes Zeug. Wunderprächtig. Brauchen wir nicht. Kupferdraht. Wer entdeckt mich hier die ganze Zeit? Das gibt's ja nicht. Ugh. Aha. Ah, da sind wir. Okay. Aha. Na, großartig. Zum Schwarzmarkthändler zurückzukommen, das ist wieder mal eine Prozedur. Ach, ich muss irgendwie rauf. Komme ich? Gelange ich hier rauf? Wird sich wahrscheinlich nicht einmal ausgehen. Mist, verdammter. Das bedeutet, ich muss da unten raus. Das ist ja sehr schön. Das ist ja großartig. Vielleicht kann ich mir auch die Stelle merken. Das wäre ganz cool. Dann kann ich hier wieder rein. So. Okay.
Oh na. Nein. Suchten, suche ich nicht. Komm, ey, das gibt's ja nicht. Hä, wo bin ich denn jetzt? Kann ich jetzt bitte hier raus? Ach Mensch. Das gibt's ja nicht. Du kannst nichts machen. Komm rauf hier. Mann, ey, ist das scheiße gemacht. Also von mir hat scheiße gemacht. Gekommen, ey. Kann ich nicht rechtzeitig rüberhüpfen, oder was? Ich will ihn doch nur erwürgen. Erwürgen! Na bitte, geht doch. Wer ist das? Was, jetzt ist die Alte da. Ist doch Hammer, oder? Ist doch Hammer. Ist einfach nur Hammer. Es ist einfach nur Hammer. Ja, sauf weg, das Ding. Ist nicht zu glauben, oder? So, ich hoffe, ich mache das richtig. So. Na, sowas, echt, ey. Ist da drüben eine Wache? Ich glaube, ich spinne, ey. Ach, komm schon. Hexe bewusstlos, Auftrag ausgeführt. Zivilist tot. Super. Hast du was zum Ausrauben? Nein. So weit zurück, ne? So ganz ehrlich, normalerweise. Ja, hüpf. Achso, die Megan wäre auch da gewesen, ne? Ich könnte zuerst das Büro ausrauben, ne? Das wäre schlauer gewesen. Das ist ja alles in der Richtung. Beim Rückweg könnten wir es dann abgeben, ne? So wäre es schlauer gewesen. Ich bin so doof. Ich bin ein bisschen doof. Ist das richtig? Ich hoffe mal, ich schau mal nach. Na, dann muss ich noch ins Büro rauf zu ihr, ne? Und dann auch durchsuchen und hoffen, dass wir noch was finden. Umgebracht haben wir sie ja leider schon. Ja. Spannend. Geht Dreck, Verfluchter. Ja. So, wo sind wir jetzt? Wir haben Megan Foster. Wir haben... Was haben wir da drüben? Ach du Scheiße. Hä?
Wie kann uns jetzt jemand entdecken? Es ist auch ein bisschen buggy, glaube ich. Da kann uns niemand entdecken. Das ist vollkommen unmöglich. Ja, hust nur rum. So. Boy. Also, die Tür steht jetzt offen. So. Nanu. So. Die Tür müsste jetzt eigentlich offen stehen. Tada, sie steht offen. Wunderbar. So, nochmal. Den Scheißdreck holen. Verdammt nochmal! Und wie ist das jetzt möglich? Es ist total buggy. Vollgas. Mit Hund. Oder was? So, mitgenommen, passt. Ja. So. Du hattest jetzt den Schlüssel, ne? Sicherheitsraum. Da ist irgendein Klumpert jetzt gewesen, ne? Da war nichts Gescheites mehr. Ist irgendwas drin? Jo, das nehmen wir gern mit. Mampf, Mampf. So. Knopf drücken bringt sie nichts. Passt. Ach Gottchen. So, wo ist jetzt das Kackbüro? Ich vergesse das immer. Dritten Stock hat es geheißen, ne? Wissen, war das hier Einbruch? Das hatten wir schon. Audiograph, bla bla, das haben wir schon. Mission? Ah ja. Da, was haben wir noch? Was haben wir noch? Liefere das ab, ja, beim Rückweg. Wenn man das Orakel verdirbt, ich hoffe, das ist alles. Puh. So. Das wollte ich eigentlich so nicht. Ich wollte die Karte haben, ne? Ach, ich Idiot. So, Karte. Also, wo ist jetzt dieses dämliche Büro von der Alten? Das war im dritten Stock, hatten sie gemeint, ne? Da im... beim Einser. Es wäre auch schön, wenn wir wissen würden, wo ich jetzt bin. Aber nachdem hier oben ist hier oben der Lift. Ich weiß es gerade gar nicht. Nö, ne? Es müsste jetzt aber... Ich spüre, wie meine Macht stärker wird. Hallo? Ich höre ihre Stimme. Ich fühle ihren Geist. Wow! Blöde Kuh im Anmarsch. So, von da oben aus kann ich besser sehen, ne? Drüben ist eine Sauthöhle. Ein bisschen mühselig. Ihr Büro ist jetzt eigentlich da oben, eigentlich, ne? Da war ja da oben was, ne? Von da bin ich ja vorhin abgehauen, oder? Oder war das das Fenster da drüben? Das da. Das war's, ne? Das müsste ihr Büro sein, zumindest hier irgendwo in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin, ehrlich. Aha. Der Silbernagel. Genialer Erfinder verrückt. In einem kühnen, aber fehlgeschlagenen Experiment hat Kirin Shindosh seinen Verstand verloren. Ist schon soweit. Sie kennen ihn als Großerfinder und Genie unserer Zeit. Doch das war, bevor sein letztes Experiment aus irgendeinem Grund aus dem Ruder gelaufen ist und ihn zu einem flennenden Schatten seiner selbst gemacht hat.
Schockierend, nicht wahr? Voller Schadenfreude berichten seine Bediensteten, wie der einstmals große Erfinder mittlerweile kaum noch von einem Zimmer zum nächsten kommt. Eine Frau behauptet, Chintosh wisse noch nicht einmal mehr, wie herum man einen einfachen Schraubenbolzen dreht. Rechts ist richtig, links ist locker. Weiß doch jeder. Ja, sagte sie. Auch wurde offen die Frage in den Raum geworfen, ob Chintosh vielleicht sowieso nur die Idee seiner Schüler verwendet und seine Genialität zur Erlangung eines guten Rufs nur vorgetäuscht haben könnte. Eine interessante Wendung hat diese Geschichte außerdem. Der als ein strenger Arbeitgeber bekannte Erfinder, der seinem Personal die Erfüllung der absoluten Grundbedürfnisse auf sadistische Weise verwehrte, soll mittlerweile laut Informationen von nahestehenden Lammfromm geworden sein. Ja, das hat sich doch gelohnt, ne? Bitte, das hat sich doch gelohnt. So, Herrschaftszeiten. Wo ist jetzt Ihr Drecksbüro? Ich bin da sicher wieder verkehrt, ne? Walöltanks. Okay, das Geld. Da waren wir ja schon, ne? So, was habe ich da liegen lassen? Richtig, Walöl. Noch eins? Ja, bravo! Super Zocki. Supi. Ach du Heilige. Hä? Geht da was auf? Da. Schau mal, Kupferdraht. Mhm. Da finde ich ja noch allerhand Zeugs an. Verwirrend. Trivianisches Erz. Ja. So, wo ist jetzt Ihr dämliches Büro? Es müsste schon hier sein, oder? Naja, hier ist nur Ihre Pflanzenzucht. Da ist nichts Interessantes. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir sind. In welchem Stockwerk zumindest. Ach, Herr Jemini. Das ist ja schon wieder ganz toll. So. Da komme ich ja super klasse voran. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan, wo wir sind. Es wäre echt schön, wenn es einen Pfeil geben würde. Da bist du. Dritter Stock. 4 ist Aufzug. Da rundherum und da rein. Oh, wo die Hündchen sind. Ah, das ist natürlich behindert. Wo die Hundis sind, das ist ihr Büro. Ja, also eh hier unten. Da ist ihr Büro. Ja, gut, ich bin doof, ich weiß. Okay, ich würde sagen, ich speichere hier mal drauf. Du liebes Bisschen. So, und bringen wir das Viech halt um. Was sollen wir machen? Haben wir eh schon fast alle umgebracht. So, was haben wir denn da? Ich habe aufgeräumt. Herrin Brianna, wie gebeten, habe ich Ihre audiographischen Aufzeichnungen im Archiv im Keller eingelagert. Außerdem habe ich auch um das Orakulum aufgeräumt, ganz wie Sie es wollten. Ein paar der anderen haben über die alten Linsen geredet, die Sie nach dem Unfall aus dem Okulum entfernt haben. Meinten Sie wollten diese Linsen für immer auf den Meeresgrund begraben? Naja, das schien mir nicht richtig zu sein. Also habe ich sie einfach in der
Bildniswerkstatt verstaut, falls Sie sie noch einmal brauchen sollten. Ich habe alle meine anderen Aufgaben erledigt, also koche ich nun Mariendistel-Tee. So. Mariendistel-Tee. Ja, köstlich. Ich bin dankbar für die zweite Chance, die Sie mir gegeben haben. Mit der Zeit werde ich Delilahs Präsenz sicherlich spüren und die Magie erlernen, so wie meine Schwestern. Werfen Sie mich bitte nicht raus. Ich werde Sie und unsere Kaiserin mit Stolz erfüllen. Das verspreche ich. Carina. Sauber. Diese Bastardviecher. Mit was man die dauerhaft besiegen kann. Und fertiger Brief an Delilah. Delilah, wenn wir nicht reden können, schreibe ich eben. Es gibt Dinge, die nur du verstehst. Jeden Tag spüre ich, wie meine Verbindung zum Nichts stärker wird. Und durch mich ruft deine Kraft diejenigen, die sich unserem Zirkel anschließen könnten. Neue Gesichter, neue Stimmen. Unsere Verbindung ist stärker als in Brigmore und doch scheinst du so weit entfernt zu sein. Wären wir zusammen, könnte ich dir mehr sagen. Es ist, als könnte ich eine andere Zeit und einen anderen Ort sehen. Du hast einen Vorhang beiseite gezogen, von dem ich nicht wusste, dass es ihn überhaupt gab. Oh, Delilah, der Wind trägt ein seltsames und wunderschönes Flüstern zu mir. Ich bin dir auf ewig dankbar dafür, dein Werkzeug sein zu dürfen. Na, großartig. Diese Hundstöhle geht mir sackwisch auf den Nerven. Kann man die nicht dauerhaft umbringen? Alter, auf ich. Ah! Okay, so geht das. Das muss man auch mal wissen. Delilah Copperspoon. Als ob sie sich vor mir verstecken könnten, Emily. Kleiner schwarzer Spatz, endlich aus seinem Käfig befreit. Brianna Ashworth ist tot. Verwöhnte Göre, sie hatten kein Recht dazu. Sie wurden in eine seidene Wiege geboren und wissen nicht, was sie mir bedeutet hat. Und das, was sie gestohlen haben? Die Leben, die sie ruiniert haben? Das hätte von Anfang an mir gehören sollen. Alles, was passiert ist, ist falsch. Aber keine Sorge, ich werde alles besser machen. Geben Sie mir meinen Thron zurück und meinen Vater. Dann müssen Sie sich beides holen, Kleine. Ich erwarte Sie in meinem Tower. Gut. Schön. Großartig. Sehr gut. Okay, also Leute, merkt euch, wenn sie die Hundis loswerden wollt, immer schön den Schädel kaputt machen. Das reicht schon, wenn sie den wegschmeißt. Der zersplittert in 1000 Scherben. So, haben wir das jetzt mal endlich hier. Das nehmen wir noch mit. Ist da noch was drin? No, hier. Nicht wirklich. Alter, scheiß Mistkübel. Und hier auch nichts. So. Patrönchen, Patrönchen, da sind wir fertig. Ja, ich wollte sie nicht umbringen. Eigentlich wollte ich sie bewusstlos machen, ne? Aber hat leider nicht so gut hingehauen, wie ich gedacht habe. Ja, Pech gehabt. Ich bin halt eine Mörderin in dem Spiel. Jawohl. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, brav zu sein. Das kriege ich nicht mehr hin. Geht hier die Vitrine auch auf? Hier was auf. Geht da was auf. Mann, ey. Wartet mal kurz. Ich speichere das Ganze wieder mal. So, hier hin. Jo. Passt. Jetzt kann ich was kaputt machen. Was? Nachbarn Düschen. Lol. Silber-Sextant. Aha, das war's wert. Da ist nix, okay. Brennbar. Mhm.
Okay. Das ist gerade echt blöd. Ich wollte ihn nicht umbringen. Naja, was soll's. Sind wir dann jetzt hier endlich mal fertig? Brianna S. das Büro durchsuchen. Immer noch nicht fertig. Ja, aber, Alkohol brennbar. Okay. Dann durchsuchen wir es halt weiter. Was sollen wir machen? Das gibt's ja nicht, dass da noch mehr sein soll. Mit Delilah sind wir schon fertig, ne? Da ist nur noch eine Uhr. Zum Alarm einstellen. Haufen weiße Bilder. Mit ihr haben wir schon gesprochen. Haben wir da noch was? Ja, ein Haufen Flaschen. Hm. Hier liegt nichts mehr rum. Servus. So. Und tschüss. So. Das ging ja gut. Das ist ja komisch. Jetzt sind wir hier und irgendwie passt das nicht. Wir haben ja schon alles durchgesucht. Hier drinnen noch was? Nö. Die Zettelwirtschaft ist auch alles fertig. Hm. Voll komisch. Normalerweise müssten wir jetzt hier gehen dürfen. Warum ist das nicht abgehakt? Hm. Das Bild da haben wir auch schon mitgenommen. Irgendwie komisch alles zusammen. Und dieses Okula-Dingsbums. Wie könnte man das einschalten? Beziehungsweise, wo ist dieses Okula-Dingsbums? Da drüben war ich noch nicht, ne? Von dir entdeckt, ne? Kackviech. Da ist sowieso zu. Hm. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hau jetzt ab. Ich glaube, wir treten jetzt die Heimreise an. Also zurück zu Megan. Und geben noch bei dem Kerl die Sachen ab. Ich habe keinen Plan, wie es hier... Was hier... Ja, was ich hier machen sollte. Der Hund schon aufgestanden? Nö, ne? Da drüben war ich aber auch noch nicht, oder? Ist aber eh wurscht. Hau mal ab und fertig. Was soll's, oder? Gemeindlich heim. Achso, der Kerl, ist das die Frage, ob der Kerl jetzt eingegangen ist oder nicht? Ah, der wird nicht eingegangen sein, ne? Ja, ja. Ach, jetzt ist der Kerl immer noch da. Das ist ein nerviger Kerl. Kann ich irgendwie anders raus? Das gibt's echt nicht. Dann gehe ich halt da wieder raus. Ist mir auch wurscht. Hauptsache weg von hier.
Wahrscheinlich darf ich nicht einmal da nach oben, ne? Ah, das hat geklappt. Super. Und jetzt? Falle wieder runter, ist logisch. Alter, ich krieg einen Anfall. Dass man da nie weg kann mehr, ne? Ach komm. Hallo. Der will da nicht, ne? Ach ja, Jemini. Sehr gut, hier haben wir Strom. Oh, Hundstöne. Ja, dann hauen wir es halt weg. Passt. Passt, jetzt ist er hin. Geh, Dreck, verfluchter. Jetzt klappt das echt nicht. Nö. Muss ich von unten raus. Da geht auch nichts, ne? Geh, ist das ein Dreck. So ein Dreck. Naja, Pech gehabt. Pech gehabt. Pech gehabt. Ah, nochmal mit der Mami reden vielleicht, ne? Welt, bist du allein? Da war wirklich nichts mehr ist. Bis auf wenige Verbündete. Huch, wo muss ich hin? Da. Schaut aber gut aus. Ah, der Part ist auch wieder zu Ende. Meine Güte. Die Zeit vergeht. Aber mein Fels ist es ja auch kein Wunsch, ja. Da muss ich ja eben. Das ist hey, nicht trinken, du Gratlerin. So. Aber der Kerl da vorne, der nervt halt wahnsinnigst. Naja, ihr Lieben. Im nächsten Part hauen wir hier ab. Und ich würde sagen, ja. Wir belassen es so, wie es jetzt ist. Fertig aus. Ja. Ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!